Marco Schreil hielt sein Privatleben seit Beginn seiner Karriere fest unter Verschluss. Über seine Sexualität wurde dennoch immer wieder spekuliert. Mit einem Partner oder einer Partnerin zeigte sich der ehemalige DSDS-Moderator nie. In seinem Buch »Alles gut, das meiste schon« spricht Marco Schreil jetzt erstmals über sein privates Coming-out als schwul und macht seine Homosexualität damit auch öffentlich. Kurz vor meinem 30. Geburtstag war der Tag X. Ich hatte mir vorgenommen, dass es diesmal kein Zurück mehr geben würde, schreibt Schreil. Weiter heißt es, meinen Eltern zu sagen, wie ich liebe und wen, war ein großer, wichtiger Schritt für mich. Dass das so entspannt funktioniert hat, hat mir im Nachhinein den Mut gegeben und gezeigt, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Marco Schreil wolle sich nicht weiter verstecken, weil das zu mir gehört und weil es so lange so viele Fragen dazu gab, verrät er der Gala. Auch darüber, dass es einen Mann an seiner Seite gibt, spricht er erstmals. Es soll als selbstverständlich angesehen werden, dass es eine Person in meinem Leben gibt, die mir alles bedeutet. Ob wir Marco Schreils Freund wohl auch demnächst öffentlich zu Gesicht bekommen, bleibt abzuwarten.